Abstimmungsfehler, da ist die Chance, warum macht das nicht allein? Und da ist das Tor. Jawohl. Und Jung, der Südkoreaner, hat es gemacht. Die Party kann beginnen. Na, der flippt ja aus. Petrenchena, der Trainer von Zenit St. Petersburg. Der Südkoreaner, Jung, er will noch zur WM. Und so empfiehlt man sich natürlich. Der 26-Jährige, überhaupt erst in seinem vierten Pflichtspiel für Zenit. Und jetzt sorgt er für dieses ganz, ganz wichtige Tor. 1-0 St. Petersburg. Womit sie auf Kurs wären. Und der passte ganz genau rein und musste er auch, weil Andres Palop da schon wieder mit der Pranke unterwegs war. Hier nochmal die Entstehung. Kerschakow ganz stark. Ein Stellungsfehler war es von Javi Navarro, dem Außenverteidiger, den Kerschakow da nahte. Gelbe Karte für Anjukov. Jetzt die Chance für Sevilla und nur ist sie gegessen. So ist das. Ich denke, es war sein erster Ballkontakt. Kepa sorgt für das 1:1. Die erste echte Torchance für die Spanier aus Sevilla. Ganz ruhig, fast gemütlich vorgetragen. Dieser Konter und Kepa behält die Nerven. Der eigentlich erste gute, gefährliche, nennenswerte Torschuss der Gäste sorgt für das 1:1. Heißt in der Gesamtrechnung. Schauen Sie hier nochmal. Daniel mit der Vorarbeit und leichtes Spiel für den eingewechselten 22-jährigen Kepa.